Tipps zum Umgang mit Frauen. Jetzt mal das Thema Affären. Ich will nicht sagen, jeder hatte mal schon eine, aber es ist natürlich verbreitet. Die Beziehung läuft nicht mehr so, man lernt was Neues kennen. Man macht nicht sofort Schluss und dann läuft was neben der Ehe oder neben dieser Beziehung irgendwie nebenher. Und man denkt sich, die andere, die hat ja auch einen Mann, die betrügt ja auch. So ticken Frauen aber nicht, ja. Also nach meiner Erfahrung kann ich euch sagen, selbst wenn die Frau zum Beispiel selber fremd geht, die nimmt euch trotzdem übel, dass ihr jetzt nochmal mit einer anderen irgendwie was habt oder dass ihr nochmal eine zweite Affäre habt. Das wird trotzdem als Betrug gewertet. Natürlich gibt es die voll professionellen Vollhuren oder sowas. Aber die größten Huren, sage ich mal, die wollen trotzdem nicht betrogen werden. Die sehen das als Betrug an, obwohl sie selber rumhuren sozusagen, wenn ihr jetzt doch mal wieder eine neue kennengelernt habt und da jetzt nochmal irgendwie mit einer Jüngeren einen One-Night-Stand hattet oder so. Das alles kann dazu führen, dass sie euch fertig machen wollen. Ja? Insofern, ich kann von Affären nur abraten. Ihr müsst euch halt fragen, was bringt euch das? Ja, ein bisschen Nervenkitzel, ein bisschen Spaß. Ja, sucht euch eine Frau, mit der ihr zufrieden seid und damit sollte es auch sein Bewenden haben.